Hallo und herzlich willkommen zurück zu Viking Battle for Asgard. So, der neue Clan hat uns erstmal hier in die Falle gelockt. In eine sehr offensichtliche Falle eigentlich, aber anyway. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendetwas tun, damit die sich uns anschließen. Und so wie es aussieht, sind die nicht so leicht zu begeistern wie die anderen. Haben wir vielleicht schon auf der Karte? Ihr müsst euch Gams-Männern beweisen. Findet das zweite Teil des Mugin-Drachenjubis in der nahegelegenen Höhle. Und ihre Unterstützung ist euch sicher. Alles klärchen. Dann erstmal mal ab in die Mine. Gerüchten zufolge soll Mugin das zweite Drachenjuwel in diesen Höhlen verborgen sein. Gut, mal von der Tatsache abgesehen, dass Mugin eigentlich einer der beiden Raben von Odin war. Aber anyway. How can we trust one who is so cursed? He must prove his worth. In times like this, I'll not follow just anyone. Haha, wir sind die taffen Jungs. Okay, das war ein komischer Hebel. Die haben sogar einen Aufzug zur Mine. Das ist ja Luxus, was die hier haben. Mal das Ninja-Style anfangen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der steht eh zu nah an den anderen dran. Siehste? Und wieder in einem nebligen, nasskalten Dungeon. Ich liebe es. Und wieder sehr viel zu sammeln. Das heißt, wieder sehr viele Ablenkungen. Könnte also ein bisschen dauern. So, eins nach dem anderen. Aber in dieser Höhle soll das Amulett Mugin sein. Das heißt, wir kommen ja eigentlich unserem Ziel einen ganzen Schritt näher, wenn wir hier durch sind. Weil es geht ja so darum, die drei Amulettteile zu finden. Alter, den hat's ja in eine Fontäne verwandelt. Allerdings müssen wir das Amulett dann ja wieder erst irgendwo aufladen, also... Oh, einen Schlüssel haben wir gefunden. Das ist ja mal gut. Jetzt nicht weiter. Ah, verdammt. Zu spät. Für einen Stealth-Move. Gut, also mit dem Schlüssel... Also wenn wir einen Schlüssel zuerst haben, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wenn wir zuerst eine Absperrpassage kommen... Oh, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Also bei der ersten Absperrpassage kommen wir da schon mal weiter. Das ist eigentlich schon mal ein Vorteil. Falls ihr das Gelaber jetzt kapiert habt, was ich meine. Verstehe ja selber nicht mal, was ich meine. Dann gehe ich mal da in die andere Richtung. Die Musikspannung steigert sich. Sehr gut. So, da ist das erste Tor. Wunderbar. Da bläst schon wieder einer. Ein Haufen toter Jungs. Ich glaube, hier bin ich richtig. Kann ja das Ungeheuer nur auf mich warten, dass ich mich dann stellen muss.
Oh oh. Ist wohl was Größeres? Ah, so ein Kamerad. Word of Sandskaren. Sekhthutika. Give Juni a fifth and of Bithy of Sand. Here a minia have a take if Mugin staining till Carlberg. The gitter let of Hansa. Later the Hansa Skaren. Ogohofu of Omen. Sina Fala Ivane. Skreithast i aigin ithru. Haeddu thaw. Grawbithia o misgyn og bulva thie. Okay, das ist fies. Die haben das Amulett nach Kaltberg gebracht. Schön einmal ums... Alter, schön einmal umsonst hier gewesen. Vor allem Drakan, das war doch der Hauptboss, der in Kaltberg schon ist. Was macht er jetzt? Ach komm, die haben mich doch kaum erwischt. So, it sounds as if you survived an encounter with Hell's Harbinger Drakan. Few do, you are lucky. If the Harbinger is part of Mugen, then he will have taken it to his fortification in Karlberg. Find it and bring the halves of Mugen together. Then we will know you are truly worthy of us. Was? Seriously, ich soll jetzt einfach mal so nach Kaltberg spazieren? Die größte Festung auf der Insel? Ich hab ja sonst nichts zu tun, ne? Och Gottchen, was muss ich denn hier noch machen? Sammelt die Fässer und bringt sie zu dem Wirt. Da ist noch eine Krypta. Odin hat doch irgendwas von der Krypta gesagt in der Vision. Ach, da steht ja sogar. Traumbilder zeigen euch diesen Ort, Krieger. Nutzt seine Kraft, um euer Schwert gegen die vorstehenden Gefahren zu feiern. Okay, komme ich da einfach hin? Zweiter Teil des Smoking-Anlungen. Okay, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Ich reise jetzt einmal hier hin und werde gucken, ob man da überhaupt hin kann. Falls das nicht der Fall ist, springe ich dann direkt zum, ja, zum Weinberg. Okay, wir treffen uns dann wieder hier. Also denn, gleich werden wir sehen, ob wir da schon hinkommen. Da ist ein Schloss. Wenn wir Pech haben, ist es verschlossen. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Oh, Schlüssel zur Krypta erhalten. Ja, wunderbar. Perfektes Timing. Den hat also einer der drei Gegner dabei gehabt. Ja, okay, wunderbar. Dann können wir zuerst zur Krypta gehen. Schauen, was uns hier erwartet. Oh, hier sieht's nice aus. Wow, wow, wow. Aufpassen, Skaren, ey. Hat ein bisschen was von Myst hier, finde ich. Weiß nicht warum, aber erinnert mich gerade ein bisschen daran, der Ort. Boah, die alten Myst-Spiele. Das wäre auch mal ein Let's Play. Angriffskriterium im Schwert ausgerüstet. Perfekt. So, das hat jetzt einfach nur die Angriffsstärke erhöht, nehme ich an. Na okay, ich hoffe, dass man das dann auch sieht im Kampf. So, na denn.
Dann reisen wir jetzt noch zum Weinberg und dann sieht es gerade so aus, als müssten wir uns wieder irgendwo reinschleichen. Bitte den Drachenkelter. Ja, wir brauchen auf jeden Fall das Drachenamulett. Das heißt, wir werden uns wieder reinschleichen müssen. Ja, ich muss jetzt nochmal ein Kart reinmachen, weil die Wege sind einfach zu lang. Okay, ich mache nochmal ein Kart rein. Ja, bis gleich. So, wisst ihr aber was? Ich werde, wenn ich schon mal auf dem Weg bin, noch hier die letzte Fertigkeit erlernen. I have earned my place in Valhalla, Warrior. Have you? So, Baldur's Friedfertigkeit. Jeder, der God of War gespielt hat, der weiß, dass das mit dem Friedfertig nicht so war. Achso, das ist quasi einfach nur ein zweiter Tarnangriff. This move, Warrior. Go now, and perhaps I may yet see you in Valhalla. Naja, in Wirklichkeit war Baldur ja eigentlich ein friedlicher Lichtgott und eigentlich nicht so brutal, wie er in God of War dargestellt wurde. So, dann sagen wir dem Meister noch, dass die seine Bogenschützen kommen. Boah, ich habe jetzt irgendwie aber Angst, mich da reinzuschleichen. Ich meine, das hat ja beim letzten Mal schon die ersten Male überhaupt nicht funktioniert. Habe ich ein paar Sammelobjekte vergessen oder wie? Ach nee, das sind die komischen Bomben da. Davon könnte man mir ja welche mitgeben. So, Meister. Vida has sent archers. Thank you. Thank you, my friend. No legion is getting near this farm again. Unless he wants an arrow through his eyeball. I'm sending a few of my fellows down to join your ranks. They've got a taste for legion blood now and no mistake. Ja, ich habe auch viel Abenteuer unternommen, dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. War das wirklich nötig jetzt eigentlich, dass man jetzt bloß um dem Bescheid zu geben, da extra hinreisen musste? War das wirklich nötig? Naja. Gut, dann nochmal zur Teleportation zurück. Dann müssen wir wohl oder übel ja uns versuchen, nach Galtberg zu schleichen. Oh je, das wird wieder ein Fail. Ja, okay, aber die Folge ist noch jung. Wir haben noch Zeit. Mindestens einen Versuch können wir wagen. Vielleicht auch zwei, wenn ich es nicht so bescheuert mache wie bei der letzten Festung. Und entdeckt. That escalated quickly. Aber ich habe schon eine Idee, Jungs. Jetzt lass mich nochmal kurz diese Rübe da kaputt machen. So geht's auch. So, ich habe nämlich eine Idee. Und zwar habe ich in einer der letzten Folgen gesehen, dass da unten rum ein Weg ist. Genau der da. Und ich habe so das Gefühl, dass der direkt zur Burg führt. Das probieren wir jetzt aus. Dachte mir doch, dass der Weg später nochmal nützlich werden könnte. Also denke ich zumindest. Ich bin da noch nicht da. Da ist eine Höhle, in der war ich noch gar nicht. Eine Truhe, die ich noch nicht geöffnet habe. Das darf nicht existieren. Also ich will ja nichts sagen, aber... irgendwie merke ich noch nicht so sehr viel von den Schwertangriffspunktensteigerungen. Naja, wir werden ja sehen. So, das könnte eigentlich echt eine gute Stealth-Route sein hier unten. Bin ich jetzt mal echt gespannt. Drüben ist auf jeden Fall eine Horde. Vielleicht können wir uns ja vorbeischleichen.
So, da habe ich einen Gegner gesehen. Vielleicht kommt der hierher. Ja, kommt er. Können wir den mal gleich ausschalten. Oh, der kommt. Der geht da lang. Geht's rüber. Geht's aber auch lang. Ah. Wir probieren jetzt mal den Weg. Falls das schief geht, können wir ja beim nächsten Mal den anderen benutzen. Jetzt wird's spannend. Oh, wir haben schon mal einen Stein entdeckt. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Uiuiui. Gerade noch gesehen. Sehr gut. Weiß nicht, dass noch nie einer diesen Weg hier unten gesehen hat und sich dachte, oh, da müssten wir mehr Patrouillen aufstellen. So, alarmieren. Was ist mit denen jetzt? Alarmieren die jetzt alle, wenn sie mich sehen? Oder komm? Wir könnten Glück haben. Da ist die Brücke. Ja, kann natürlich sein, dass wir auf der anderen Seite rausgekommen wären, wenn wir den anderen Weg genommen hätten. Vielleicht ist das Kopf wie gesprungen. Uiuiui. Wo muss ich denn überhaupt hin? Lass mich erstmal markieren, wo ich hin muss. Mugin Drachenjuwel. Nehmt dieses Drachenjuwelhälfte an euch und zeigt. Okay, dann muss es wohl da sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh je. Das wird wieder eine Splinter Cell Aktion jetzt. Was würde ich jetzt geben, um Seno zu haben, den Adler, der für mich die ganzen Feinde markiert. Was sagt mir, dass ich oben rum muss? Ah, das sind das sind sie alle. Ja, das, da muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren, weil das kann natürlich jetzt jeder Weg sein. Irgendwie korrekt wäre. Ich habe nur mal Angst, dass sobald ich um eine Ecke laufe, dass hier massig Feinde stehen, in die ich dann voll reinlaufe. Was? Sehen die mich? Scheiße. Ja, dass der mich nicht... Nein! Wieso? Ey! Ey, ich dreh durch. Mann, hey. Weh, der hat jetzt alle alarmiert.
sieht noch gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da unten rumgehen soll. Das sind auf jeden Fall ein paar... Na toll, jetzt haben mich alle gesehen, verdammt. Oh shit, nee, das war die falsche Richtung. Eindeutig die falsche Richtung. Okay, ich hab's verbockt. Scheiße. Was mache ich? Lass ich mich killen und probier's gleich von vorne? Den jetzt entkommen? Sieht fast so aus, oder? Obwohl ich der Sache eigentlich jetzt nicht so traue. Also ich glaube nicht, dass wir da lang können. Ja, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Okay, ist zwar jetzt nicht die sauberste Art, aber erstens leben wir noch und zweitens ist die ganze Basis noch nicht alarmiert. Wir spielen jetzt trotzdem mal weiter. Mal einen Trank nehmen. Klettern? Nein, verdammt. Okay, hier geht's nicht weiter. Müssen wir da drüben unten rum? Easy now. Easy. So, wir werden doch bestimmt irgendwo rauskommen. Mich stört bloß, dass vorhin die Wurfaxt so versagt hat. Aber ich hätte wahrscheinlich eh versagt, weil der Weg hat mich vorhin die Gegner reingeführt. So, unten rum oder oben rum? Definitiv unten rum. Aua. Shit, das war voll dumm. Verdammt. Okay, wir gehen jetzt mal unten rum. Ey, die Viecher, hey, die lauern mir immer auf. Bastard. Aber wir sind der Sache schon ziemlich nahe, wenn wir jetzt nicht noch einen Riesenbock reinhauen. Und Riesenbock in 3, 2, 1... Oh, der mit dem Horn muss sofort daran glauben. Oh. Ja,
es gefällt mir nicht. Skarim, bitte schleich weiter, weil sonst denke ich, dass ich entdeckt wurde. Ah, der Weg könnte besser sein. Ich dachte mir, das sind schon wieder zu viele Gegner auf einem Platz. Ey! Pff, aus dem Nichts? Diese Viecher noch einmal her, die erscheinen aus dem Nichts immer. Ah, sehr gut, so haben wir die also auch umrundet. Ich finde das echt cool, wenn man den richtigen Weg findet, dass man da trotzdem hier einen auf Stealth machen kann. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Oh je. Ich wünschte, man könnte quicksaven. Boah. Weiß zwar nicht, ob ich da jetzt rein... Die sehen mich doch, wenn ich da jetzt reingehe. Oh, shit. Tja, das war's dann wohl. Alles voller Blut. Oh, haben wir es doch geschafft. Beim ersten Versuch gleich. Gibt's doch gar nicht. Wir haben Mugin. Ja. Ja. Oh, beim ersten Versuch. Ja, okay, zugegeben, zwischendurch sah es wie ein ziemliches Fiasko aus, aber... Aber beim ersten Versuch. So, also, dann müssen wir jetzt... Ich weiß nicht, mussten wir das nicht irgendwie aufladen noch vorher? Na gut. Wir haben jetzt eh keine Zeit mehr, deswegen beenden wir jetzt mal die Folge. Wir machen nächstes Mal weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und so wie es aussieht, machen wir dann auch gleich zu Beginn den Angriff auf Kaltberg. Also dranbleiben, freut euch auf die nächste Folge und bleibt gesund. Wir sehen uns, macht's gut, tschüss.